Ja, hier ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach. Und dieses Mal Videoblog rund um die Themen Dating-Beziehung und die schöne Liebe. Genau, noch ein Hinweis: ich auch mal überlege, so ein projektmäßig mal gucke, ob ich so einen privaten Kanal mache. Hemschemeier Privat heißt der, wenn ihr den auch abonnieren wollt. Wird es keine libysche Videos geben, sondern bin mal gespannt, hatte so ein Gefühl, es könnte cool sein. Kurs, Spiritualität und nice, geiles Leben fängt nächsten Tagen an. Und heute geht es um das schöne Thema, ja, soll ich ihn daten? Geht um die Frage, ob ich ihn daten soll, bindungsängstlich bin oder ob ich einfach noch nicht so weit bin. Hallo Christian, ich bin in den 20ern und seit 8 Monaten Single, jedoch 2 Monate nach der Trennung noch mal wenige Treffen, vielleicht 6 bis 8 mit meinem Ex gehabt, die mir aber einfach nur bestätigt haben, keinen Kontakt zu haben. Erneut No Contact und den hätten wir an Weihnachten dann 5 Monate. Auch Kontaktabbruch zu Freundinnen und Distanz zu Familienmitgliedern habe ich seitdem, da mir narzisstische Mechanismen klar geworden sind. Und ich die Arbeit einfach nicht mehr ertragen konnte, die Art einfach nicht mehr ertragen konnte. Ich war seitdem hauptsächlich allein und es tat mir richtig gut. Hab mich selbst aufgepäppelt, Gutes getan, hatte eine Sprechstunde, Rückführung zum inneren Kind, viel aufgearbeitet und so weiter. Hat sich viel getan. Ich bin wohl so eine Erscheinung, die viel angeschaut wird und es war mir total unangenehm, wenn ich in der Stadt unterwegs war. Ah, genieße es. Mann, ist doch schön. War in dem schaut mich ja nicht an Modus, wollte mich einfach wieder ein bisschen öffnen, habe mich in einer Dating-App angemeldet. Ja, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe das nicht. Wenn dich so viele angucken, warum gehst du nicht durch die Stadt und änderst den Modus von schaut mich ja nicht an zu dem, hey, der Richter darf mich ruhig ansprechen Modus, weil das kannst du dir auch sagen. Also wenn du so viel Kontaktmöglichkeiten hast, warum gehst du dann in eine Dating-App? Wozu? Aber gut, das war nur am Rande. So, wollte mich einfach wieder ein bisschen öffnen und habe mich in einer Dating-App angemeldet. Es hat auch funktioniert, ein paar Chatgespräche einzugehen, hat mich wieder locker gemacht. Wollte mich dann wieder löschen, als mich jemand auf meine Interessen Spiritualität und vegan anschrieb. Daraus entstand ein interessanter Austausch, haben Namen auf einer anderen Plattform ausgetauscht, um euch dort weiterzuschreiben. Ohne die App noch zu nutzen, habe ich ein bisschen mit dem Löschen gewartet, damit er nicht denkt, ich lösche sie jetzt, weil ich ihn gefunden habe. Mach dir nicht so viel Gedanken, was andere denken, ist doch wurscht. Es würde sich jetzt als einen ganz natürlichen weiteren Schritt anfühlen, sich zu treffen. Er gefällt mir auch optisch sehr. Aber ich halte ihn hin, obwohl er schon mehrmals gefragt hat. Ich denke, es muss erst noch mehr in meinem Leben passen. Suche eine neue Arbeitsstelle, was stressig ist, fange nächste Woche ein. Business-Kurs. Power Pussy. Hier steht Power Pussy. Ich habe es mir nicht ausgedacht, Leute. Hier steht Power Pussy an. Finde ich mega geil, mega witzig. Da ich mit meinem Hobby weiterkommen möchte, habe mich zu einem Tai Chi-Kurs nächste Woche angemeldet und einen neuen Freundeskreis. Sollte ich doch auch erstmal haben. Ja, was willst du noch alles machen? Eine Mondlandung? Weiß ich nicht, zum Nordpol gehen. Ich meine, du wolltest doch jemanden kennenlernen. Jetzt hast dich jemand, dann date ihn doch. Also, ist doch Quatsch. Es würde mich mega interessieren, wer hinter den Zahlen und Fotos steckt, aber ich habe ihm geschrieben, ich melde mich bei ihm, wenn es wieder ruhiger bei mir ist. Das wird bei mir als Mann sehr bindungsängstlich ankommen und ich weiß nicht, du wolltest es doch, dann. Jetzt hast sie es, also das Universum hat geliefert. Und jetzt sagst du, nee, nee. Das ist doch bisher nichts Negatives, dann triff ihn doch. Und sollten erstmal nicht schreiben in der Zeit, der Kopf sich den Rest einfach dazu denken muss und dabei könnte ich am Ende ein falsches Bild rauskommen. Also ich hätte ja schon längst das Interesse verloren als Mann und würde denken, ey, oh. Also, ey, mach das nicht. Also. Entweder du willst jetzt jemanden kennenlernen oder nicht. Und jetzt kommen tausend Gründe. Ja, das ist deine Angst, dass du wieder verletzt wirst und alles, aber gib ihm noch nicht so eine Macht jetzt. Also wenn er sich nett anhört, nett aussieht, die gleichen Hobbys habt, ja, trifft dich doch. Du musst ja nicht erst
eine Erdumkreisung machen und im Ballon irgendwie nach Indien fliegen und so. Ist nicht notwendig. Er selbst meinte, dass er normal auch nicht der Typ so ist, so viel zu chatten. Ja, ist auch wieder eher ein gutes Zeichen und war einverstanden. Nun kommt er jetzt einfach mal eine Bindungsangst zutage. Ja, ich denke schon, Angst vor Verletzungen, ja. Oder bin ich einfach noch nicht so weit? Doch, ich glaube schon. Doch, nach 8 Monaten denke ich schon. Ich würde auch ungern einen liebwirkenden Menschen mit gleichen Interessen einfach sausen lassen. Ja, genau, sehe ich auch so. Gut, vielleicht könnten das mehr deiner Zuschauer interessieren und du magst ein Video dazu machen. Fände ich mega. Ganz liebe Grüße und Herzensdank für deine Hammerarbeit. Ja, in diesem Sinne, lass mal hören, wie es weitergegangen ist und wir uns wohl wiedersehen. Lieber Christian, ich wäre für einen Rat von Herzen dankbar. Die anderen Fragesteller daten alle oder befinden sich in Beziehungen. Das möchte ich auch. Nachdem ich 20 Jahre verheiratet war und davon 15 gebraucht habe, um mit meiner Tochter lebend da rauszukommen, bin ich wohl etwas bindungsängstlich. Ich habe viele Jahre isoliert gelebt, abgesehen von Kontakten zu Kollegen. Ich wohne auf dem Land. Hier ist es ausgeschlossen, jemanden kennenzulernen, also bin ich auf Online-Dating angewiesen. Ich muss leider immer wieder sagen, dass es Denkparadigmen sind, dass man auf Online-Dating angewiesen ist. Also die könnt ihr weiter folgen und wenn eure Intuition das sagt, dass ihr partout online daten sollt, dann macht es. Ich weise nur darauf hin, dass es ein Denksystem ist. Früher gab es auch kein Online-Dating. Durch meine Vorgeschichte kriege ich schon mal Wort Beziehung, Beklemmung, also möchte ich gerne eine längerfristige Affäre suchen, um wieder Sozialkontakte zu trainieren. Irgendwo muss man ja anfangen. Da ich ein sehr sinnlicher Mensch bin, fehlt mir auch körperliche Nähe. Ich kann in einer Hand abzählen, wie oft ich in den letzten 8 Jahren morgens neben einem anderen Menschen aufgewacht bin. Und habe noch die meisten Finger übrig. Ich sehe gut aus, bin trainiert, klug, kreativ, abenteuerlustig, aber leider auch menschenscheu. Manchmal glaube ich, die erfolgloseste Frau in meinem Datingportal zu sein. Na, red nicht so über dich. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass mich das Universum massiv testet. Ich erhalte recht viele Nachrichten. Ich hatte 4 oder 5 Date-Absagen in Folge, quasi in letzter Minute. Ja, also es sind alles Energien. Es sind alles Energien. Und also, dass deine Angst wird gespiegelt vom Universum, indem die Dates abgesagt werden. Das ist weder gut noch schlecht, das ist einfach eine Spiegelung so, ne? Und in dem Moment, wo du sagst, hey, ich bin in der Lage, das zu handeln, ich kann das, werden dann nicht mal so viele absagen. Ganz bestimmt nicht. Das hat nichts mit deinem Aussehen oder deiner Attraktivität zu tun, das hat alles Energien. Es gibt auch Menschen, die überhaupt nicht gut aussehen und trotzdem sehr erfolgreich sind im Dating. So, man muss man nur mal sich Paare mal angucken. Das ist alles Energie. Sage ich jetzt aber auch als jemand, der, ich bin ja auch nur ein Mensch, also ich sage das jetzt nicht von oben runter, aber es ist manchmal eine bittere Wahrheit, die auch, kenne ich natürlich auch, aber ist so, ne? Ich sage auch nicht, dass es leicht ist, diese Energien zu handeln, aber es ist alles Energie. Das ist nicht nur frustrierend, sondern macht mich auch stutzig. Ich bin traurig und leide wie ein Tier, aber ich habe den starken Eindruck, dass mich das Universum mit der Nase wieder und wieder auf etwas stößt, was ich nicht sehe. Ich glaube, du siehst es sogar. Das ist deine eigene Angst vor Nähe und dass jemand wirklich dir nahe kommt. Ne? Nun habe ich mich bei etwas ertappt, an was ich bisher nicht rankommen konnte. Es liegt wohl nicht an den bösen Männern, sondern ich boykottiere mich irgendwie unbewusst selber und halte sie fern. Bing, Bingo, 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 Bingo. Good, good job, sehr gut. Durch deine Kurse habe ich gelernt, dass ich wohl zwischen extremer Bindungsangst und extremer Verlustangst switche. Das heißt, ich lebe in kompletter Isolation und lasse niemanden an mich ran. Ich werde auch niemals angesprochen. Es traut sich keiner. Finde ich doch jemanden, der mich innerlich berührt, verfalle ich sofort in extreme Verlustangst bzw. Liebessucht mit allem Drum und Dran, Hinterherstalken und so weiter. Ja, das wäre dann bei dir so dieser Modus 2, das ist die co-abhängige Bindungsangst, ne? Weiß nicht, hoffe, du hast auch mal Modul 4 gemacht dann. Nur zum Punkt, wie viel ist wie Schuppen von den Augen, dass es sehr wohl Männer gibt, die mich treffen wollen. Ja, natürlich gibt es die. Aber sobald jemand auf mich zukommt, geht bei mir eine Art Alarm an und der arme Mensch kommt mir total suspekt vor. Nicht vertrauenswürdig und unangenehm. Mein Verstand kann mir tausendmal sagen, dass es ein netter Typ ist. Ich glaube, ich habe Angst, nicht auszureichen.
Ich lege wohl bisher unbewusst nicht verstand diesen Männern gegenüber ein Verhalten an den Tag, das sie hinhält oder abschreckt. Ja, aber das ist doch eine super Erkenntnis. Da sind wir noch schon einen Riesenschritt weiter. Beim Online-Dating kommt dann ziemlich schnell eine Frau, die klüger ist, schnappt sich den Kerl und ich bleibe allein zurück, fühle mich unfähig und unterlegen. Ja, also es bringt sich jetzt nichts, sich zu vergleichen, weil vielleicht schnappt sich die andere, die vielleicht, die werden dann auch ihre Probleme haben, ne? Am schlimmsten ist es, wenn jemand zu mir nach Hause kommen will, dann gerate ich in äußersten Stress und Panik und finde so lange Ausreden, bis die besagte Frau kommt, die klüger ist. Ja, du kannst es ja in Ordnung, du kannst dich auch erstmal woanders. Du kannst ja erstmal sagen, du gehst zum Mann oder datest erstmal ein paar Mal, ne? Ist ja alles in Ordnung. Vom Verstand her weiß ich, dass ich da nicht handle, sondern der Alarm, der in mir angeht. Da wird wohl irgendwie mein Kerntrauma getriggert. Ich bin mit deiner Hilfe deiner Kurse sehr vorangekommen und mein Leben hat gewaltig an Fahrt aufgenommen. Aber ich bin immer noch allein in meinem Bett. Nach außen wirke ich stark und unnahbar. Ich schleppe nicht nur Mauern, sondern eine ganze Trutzburg mit mir. War letztens auf einem Frauenworkshop, die erkannten, dass ich meine Weichheit zulassen und leben soll. Meine Frage ist, wie schaffe ich es auszuhalten, dass jemand auf mich zukommt und da bleibe dabei ich selbst? Eigentlich bin ich sinnlich, witzig und charmant. Wie kann ich meine eigene Isolation durchbrechen? Wie kann ich meine weibliche Seite stärken und ein paar Mauern von der Burg einstürzen lassen? Gut, also ist natürlich immer Therapie eine Möglichkeit, ne? Und in deinem Fall ist da offensichtlich eine Menge Trauma, was vielleicht bearbeitet werden will. Auf eine therapeutische Art vielleicht auch. Und ansonsten gibt es ja also in solchen Sachen auch wirklich eine gute Körperarbeit gut, ne? Also ich. Da gibt es so verschiedene Sachen, aber die ich jetzt auch größtenteils nicht selber ausprobiert habe. Aber man könnte jetzt an, weiß ich nicht, ich glaube, es gibt so Biodanza oder könnte auch sein, dass sowas wie, wie heißt das? Ja, nicht Yoga, sondern, Gott, jetzt komme ich gerade nicht drauf, das gibt's auch gar nicht. Tantra. Tantra könnte was für dich sein, kann ja auch mit Frauen sein im geschützten Umfeld, aber dass du, ja, dass du, aber was glaube ich gut wäre, wäre so einen geschützten Rahmen zu haben, wo du dich wieder Berührung und Nähe öffnen kannst und die Mauern angucken kannst, so, ne? Und aber erstmal wirklich Hut ab für diese ganzen Erkenntnisse. Das ist schon echt eine Menge so. Aber sicherlich können wir das jetzt in einem Video, können wir da nicht alle Tiefen erkunden, logischerweise. Ja. Ja, und du kannst es natürlich auch ansprechen mal. Du kannst auch mal auf dem Date sagen, Mensch, boah, ich weiß auch nicht. Kriegt da manchmal so Ängste, wenn jemand, also du kannst diese Mauern auch auf dem Date, könntest du die mal beschreiben. Und dann siehst du ja, wie der Mann reagiert. Wenn er dann, wenn ihr ein gutes Gespräch kommt, dann fährst du sie in dem Moment vielleicht auch ein bisschen runter, so, ne? Aber angehen würde ich das schon, weil das kann natürlich von außen sehr mauermäßig rüberkommen, so, ne? Das sehe ich auch so. Aber das ist alles machbar. Alles machbar, ne? Und je mehr du deine Mauern bewusst wahrnimmst und da weitergehst, auch mit Meditation oder was man da alles machen kann, ja, Tagebuch führen und solche Sachen, je mehr du dich kennenlernst, umso, also jeder Bewusstseinsschritt wird auch wieder deine Mauern ein bisschen runterfahren, ne? Und du kannst natürlich auch mal wieder positive Glaubenssätze machen, ne? Dass auch was du erlebt hast, ist nicht deine Zukunft und du weißt dich zu wehren jetzt, kannst du auch mal wieder, kannst auch unter den Mauern reden, ne? Könnt ihr euch mal ein bisschen runterfahren, ich glaube, so hoch müsst ihr ja gar nicht mehr sein. All das könntest du mal ausprobieren. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.